B1.5. Der Punkt D3 des Trapezes A3B3C3D3 liegt auf der y-Achse. Ermitteln Sie durch Rechnung die Koordinaten des Punktes B3. Ich habe jetzt nochmal die Zeichnung hergenommen. Also was für eine Ausgangssituation haben wir? Der D3 liegt auf der y-Achse. Ich zeichne jetzt einfach mal exemplarisch einen Punkt D3 ein, ob er jetzt genau da liegt. Mal sehen. Also angenommen, der Punkt D3 liegt hier. Was wissen wir dann? Wir wissen, die Punkte A und B, ja, A1 und B1 zum Beispiel, haben dieselbe x-Koordinate. Weiter wissen wir, der Punkt D3 bzw. alle Punkte D liegen immer zwei Längeneinheiten rechts vom Punkt A. Ja, wir erinnern uns, der Pfeil hatte immer die Koordinaten 2, 1, das heißt G2 nach rechts und 1 nach oben. G2 nach rechts und 1 nach oben. Also wenn ich vom D3 wieder rückwärts möchte auf den Punkt A, heißt es, ich muss 2 nach links gehen. Damit kriege ich automatisch die x-Koordinate raus von Punkt A und damit logischerweise auch von Punkt B, weil die haben die gleiche x-Koordinate. Also wissen wir jetzt sofort, die x-Koordinate von Punkt A, halt A3 ist es, ist die gleiche wie die x-Koordinate von Punkt B3 und das ist minus 2. Einfach aus dem Pfeil heraus. So, weiter wissen wir, die Punkte B haben ja die Koordinaten, Bn haben die Koordinaten x und die Parabelgleichung war 0,1x² minus x minus 2. Und wenn ich jetzt weiß, B3 soll die x-Koordinate minus 2 haben, setze ich die einfach ein. Also B3 hat die x-Koordinate minus 2 und jetzt ersetze ich auch bei der y-Werte alle x durch das minus 2. 0,1 mal in Klammern minus 2 zum Quadrat minus minus 2 und hinten dran nochmal minus 2. So, den Term kann man jetzt einfach in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen, was rauskommt. Minus 2 und 0,4. Ja, das ist der B3 und damit sind wir auch schon fertig.